Hey Leute, heute bin ich mal wieder hinter der Kamera und es gibt ein Videoformat, das wir sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Und zwar werde ich euch eine App vorstellen. Heute geht es um die App Tango Listo. Ich habe diese App letztens schon mal in dem Video erwähnt, wo ich euch erzählt habe, wie ich aktuell Japanisch lerne. Und diese App ist echt ein großer Bestandteil davon geworden. Gehen wir einfach mal in die App rein. Ich benutze die App im Dark-Modus, deswegen ist jetzt hier alles recht schwarz. Und zwar seht ihr hier eine Liste von Zeitungsartikeln, die so auch in japanischen Zeitungen oder eben Online-Beiträgen stehen könnten. Das Ganze ist auf Japanisch, oft über Japan, aber es können auch internationale Themen dabei sein. Und es sind immer recht viele Zeitungsartikel verfügbar. Euch wird also nie langweilig, wenn ihr mal was auf Japanisch lesen wollt. Das Coole schon an dieser Übersicht ist, ihr seht hier, jeder von diesen Beiträgen hat so eine Liste hier. In dieser kleinen Liste hier seht ihr Zahlen 4, 5, 3, 2, 1. Und zwar zeigt euch diese Leiste an, wie viele Vokabeln dort N5, N4, N3, N2 oder N1 Niveau haben. Daran könnt ihr zum Beispiel sehen, welchen Zeitungsartikel ihr am wahrscheinlichsten lesen könnt. Der hier zum Beispiel ist vorwiegend auf N5-Niveau. Das heißt, der ist recht einfach. Hier zum Beispiel hat man viel mehr N4 und N5 ist recht wenig. Ihr könnt euch dann einfach einen Zeitungsartikel aussuchen und ich wähle jetzt einfach mal einen zufällig aus. Und zwar ist es so, dass ihr dann hier den Text habt. Die Wörter sind gehighlightet entsprechend dem N-Niveau, also blau bedeutet immer N5, grün bedeutet N4 und so weiter. Das Coole ist, ihr könnt jetzt einfach auf Wörter draufklicken, die ihr nicht kennt. Also sagen wir zum Beispiel mal dieses Wort und dann erscheinen da oben die Furigana. Also falls ihr nicht wisst, wie man dieses Kanji liest, wird euch das dann da oben angezeigt. Wenn ihr jetzt nochmal auf dieses gleiche Wort klickt, dann seht ihr hier unten ploppt etwas auf und das ist die englische Übersetzung. Es wird leider nur immer die englische Übersetzung hier unten angezeigt. Wenn ihr das Wort zum Beispiel lernen wollt, könnt ihr das abspeichern. Dann habt ihr das in einer Vokabelliste in dieser App. Wenn euch aber die englische Übersetzung jetzt nicht unbedingt ausreicht oder nicht unbedingt was sagt, manchmal kann das ja der Fall sein, dann könnt ihr draufklicken und dann habt ihr hier auch eine deutsche Übersetzung. Das Coole bei Tango Listo ist, dass wirklich viele Wörter auch in Deutsch eingepflegt sind. Also ich hatte bisher sehr selten den Fall, dass ein Wort nicht in Deutsch drin war und wenn, war es wirklich ein sehr, sehr spezifisches Wort. Hier oben könnt ihr auch nochmal das Wort dann entweder hinzufügen oder entfernen aus eurer Vokabelliste. Ihr könnt es euch auch vorlesen lassen. Und ihr könnt es aber auch kopieren, falls ihr es in irgendeine andere App mitnehmen wollt. Und so könnt ihr diesen ganzen Text einfach lesen und dann Wörter anklicken, die ihr nicht kennt und im Idealfall den ganzen Text verstehen. Das ist immer so eine Sache. Hier oben könnt ihr dann auch noch euch den Text selbst abspeichern. Ihr könnt dann auf diesem Button euch auch den ganzen Text vorlesen lassen. Das mache ich jetzt mal nicht, aber manchmal ist das auch ganz hilfreich, wenn man einfach so ein bisschen mitlesen möchte und Hörverständnis schulen möchte. Dann könnt ihr hier auch den Text in einer Browser-App öffnen und hier gibt es dann nochmal ein paar mehr Einstellungen. Und zwar gibt es eine ganze Vokabelliste von diesem Text, also da sind dann alle Vokabeln drin, die in diesem Text vorkommen. Dann seht ihr hier Vokabeln, die ihr abgespeichert habt. Hier gibt es verschiedene Übersetzungsfunktionen. Und dann gibt es hier noch die Präferenzen. Auf die gehen wir jetzt einmal ein. Die Präferenzen erreicht man aber auch über einen anderen Weg. Darauf komme ich später noch zurück. Bei den Präferenzen seht ihr hier erstmal, okay, ich habe das Ganze im Night-Modus. Wenn ihr den ausmacht, dann ist alles ziemlich weiß. Ich mag schwarz lieber, jeder wie er mag. Dann könnt ihr als nächstes hier wählen, ob ihr euch bei den Titeln, also die in dieser Übersichtsliste von allen Beiträgen angezeigt werden, auch Furigana angezeigt werden sollen. Ich fand das unübersichtlich und habe es daher ausgeblendet. Ihr könnt hier auch noch die Textgröße und die Breite der Spalten anpassen. Und dann hier, ganz, ganz wichtig, gibt es einmal die Auswahlmöglichkeit, welche Furigana euch angezeigt werden sollen. Und zwar könnt ihr sagen, dass von irgendeinem JLPT-Niveau die Furigana immer angezeigt werden sollen. Also wenn ihr sagt, ihr habt jetzt nur N5 und ihr wollt auch gar nicht drüber nachdenken über irgendwelche N1, 2, 3 oder 4 Vokabeln, dann könnt ihr eben die immer angezeigt lassen. Also ihr könnt dann hier sagen, okay, die sind immer da. Ich habe eigentlich meistens immer alles aus, außer eben dieses Tap to Reveal Furigana. Das ist eben das, was ich euch eben gezeigt hatte, dass ihr, wenn ihr drauf tippt, euch die Furigana angezeigt werden. Wenn ihr das ausschaltet,
dann werdet ihr nie Furikana sehen. Also dann werden die immer weg sein. Deswegen habe ich das an, damit ich die Möglichkeit habe, wenn ich ein Wort nicht kenne oder nicht weiß, wie es gelesen wird, dass ich da drauf trippen kann. Und wenn eben nicht, dann ist es nicht da. Und damit hoffe ich, so ein bisschen mein eigenes Kanji-Verständnis mehr zu schulen, dass ich es eben nur abrufe, wenn ich wirklich nicht weiter weiß. Hier könnt ihr dann auch noch auswählen, ob euch die App wirklich alle JLPT-Levels als Farbe gehighlightet anzeigen soll. Ich habe das gemacht, weil es manchmal in Texten auch Vokabeln gibt, die eben nicht in der App eingepflegt sind. Also, dass eben ein Wort gar nicht gehighlightet ist. Und damit ich eben nicht das Gefühl habe, ich müsste dieses Wort jetzt kennen, weil es nicht gehighlightet ist und ich vielleicht das Highlight für M5 ausgestellt habe, sondern weiß immer, okay, das ist jetzt N5, N4 oder dieses Wort ist halt einfach nicht in der App eingepflegt und ist vielleicht ein Name oder sonst irgendwas anderes Spezielles. Was ihr auch noch auswählen könnt, ist, ob die Textstellen gehighlightet sind, indem der Text farbig ist oder indem der Text eben eine unterstrichene Linie hat. Ich zeige euch das hier mal. Das kann für manche auch interessanter sein. Ich persönlich habe einfach da die Standardeinstellungen gelassen, die eben auf der Highlight-Farbe des Textes liegt. Dann könnt ihr hier noch einstellen, ob eben ein Wort ausgesprochen werden soll, wenn ihr draufklickt oder nicht. Und hier unten könnt ihr dann auch auswählen, welche Sprache neben Englisch auch noch in den Übersetzungen angezeigt werden soll. Und da habe ich natürlich Deutsch drin, aber es gibt auch super viele andere Sprachen. Das sind so die Grundeinstellungen und ich finde, das sind für so eine App, für diesen Zweck, die die App erfüllen soll, echt viele coole Einstellungen. Jetzt gehen wir mal zurück ins Hauptmenü, also in den Startbildschirm. Dann seht ihr, ah okay, hier gibt es einmal noch was. Blub. Da könnt ihr euch die Texte, die angezeigt werden, eben sortieren lassen nach die neuesten, ältesten, einfachsten oder schwierigsten. Hier könnt ihr suchen, aber ich muss leider sagen, dass ich finde, dass die Suchfunktion echt schrecklich ist in der App. Also ich habe noch nie was gefunden mit einem Stichwort. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht oder ob ich nur komische Stichworte suche. Auf jeden Fall gehen wir mal hier in diese Einstellungen. Dann habt ihr hier oben Texte, die ihr abgespeichert habt. Also ich habe jetzt hier 3 Stück drin. Wenn ihr euch Texte abgespeichert habt, wie wir das vorhin mit dem hier gemacht haben, dann werden die eben hier drin erscheinen. Dann gibt es irgendwelche Vokabeln, die man sich abgespeichert hat. Ich habe da jetzt auch nicht so viele drin. Was ich aber ziemlich cool finde bei den Vokabeln ist, man kann sie natürlich filtern und sortieren und suchen und was weiß ich. Aber man kann diese Vokabelnliste auch exportieren. Also hier, man könnte das in ein Anki-Deck exportieren. Und das finde ich richtig cool, weil dann kann man es einfach mit Anki lernen. Hier, der nächste Bereich, der dann kommt, ist ein Bereich, wo ihr auswählen könnt, welche News ihr lesen wollt. Also wir waren jetzt hier bei NHK News Easy, deswegen ist da dieser rote Strich. Man könnte aber auch zu NHK News allgemein gehen. Dann sind da eben ein bisschen schwierigere Texte. Ihr seht das schon, da ist mehr N1, N2 und N3 dann in den Texten. Dann gibt es aber auch noch Folk Stories. Da habe ich auch mal reingelesen, ist ganz spannend. Das sind so kleine Sagen und sowas. Und hier ist jetzt noch so ein Beta-Bereich, da sind jetzt Technologie-Themen. Da habe ich noch nicht so viel reingeschaut. Und hier seht ihr, welche Texte ihr zuletzt so angeklickt habt. Eigentlich auch ganz cool, dass man Sachen wiederfindet. Und hier ganz unten, da kommen wir dann nochmal zu den Präferenzen, wo wir vorhin schon waren, in dieses Menü, eben auch außerhalb von einem Text, dass man da hinkommt und sich das alles einstellen kann, wie man das gerne möchte. Die App hat recht viele Funktionen, aber ist trotzdem sehr kompakt. Ich finde die App ziemlich cool und habe mir daher gedacht, dass es eigentlich mal ein Video wert wäre, kurz über diese App zu sprechen und diese App zu empfehlen. Ich nutze sie super gerne. Ich hoffe, der eine oder andere findet da auch Gefallen dran. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao!